Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us mit Mini Thomas und Playgeldon. In der letzten Folge haben wir hier Ellie kennengelernt, beziehungsweise wie sollen sie schmuggeln? Ja, zu den Fireflies, damit wir unsere Waffen bekommen. Und was müssen wir hier machen? Ah, jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Wir müssen den Motor irgendwie einschalten, was? Ja, das haben wir doch schon erfolgreich hinbekommen. Und jetzt hier auf den Knopf drücken. Na. Ah. Technik. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Lange. Läuft wie geplant, liefern wir dich. Ich glaube, die Taschenlampe können wir anmachen. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Eine Karte mit den Patrouillenrouten außerhalb der Zone. Ich glaube, das könnten wir sogar noch gebrauchen. Oder wir machen sie fertig. Die Frage ist jetzt, wo geht's? Ah, okay. Frage beantwortet. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Ja. Das war gruselig, diese Hand, die du da... Okay. Also ich habe das ja schon in der letzten Folge angesprochen, aber ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, wenn wir Ellie den Fireflies überlassen. Ich weiß nicht. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Ah. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen auf die Patrouillen. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Sie ist wohl nicht häufig draußen. Aus der Stadt. Ja, sie ist 14. Sie wurde dann in dieser Zeit halt geboren, ne? Okay, ich glaube, wir müssen doch nicht im Lauschmodus. Beziehungsweise schleichen. Schätzungsweise müssen wir jetzt hier rein. Hier geht's lang. Wir müssen auf die Patrouillen aufpassen, die hier in der Umgebung sind. Ich schätze mal... Wow! Bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Ach, Mist. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Ich hab genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, Ellie. Okay, das hat doch gut geklappt. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her! Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Oh, ich glaube, wir müssen jetzt abhauen. Lauf! Lauf! Los! Los, komm! Sagt Ellie die Wahrheit oder lügt sie uns an? Das ist hier die Frage und wir sollten uns eilen. Mir nach. Schnell. Niemand hier. Kann weggehen.
See you later, Alligator. Lauf! Wann soll ich laufen? Los, los! Nicht meine Schuld. La 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 la. Bleib von dem Licht weg. Ja, ich versuch's doch. Leichter gesagt als getan, Mann. Okay. Bis jetzt lief doch eigentlich. Wir müssen nochmal laufen. Bereit? Klar. Ja. Sag doch. Oh, waren wir im Licht? Licht, sagt man, ist immer gut, aber in diesem Fall nicht. Ich sehe sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Oh. Was jetzt? Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Ja, ich bekomm's mit. Die Frage ist jetzt, kommen sie runter oder bleiben die da oben? Oh, da gewittert es aber mächtig. Seid ihr noch hinter mir? Okay. Sollen wir den erschießen oder? Wie lange bleibt der hier? Wir suchen jetzt Kopfschuss zu geben. Fuck, Mann, das kann doch nicht sein, dass wir die nicht treffen. Ellie, beziehungsweise Tess, hilft mir. Hat er eine Schutzweste an, oder was ist da los? Oh, Backe. Der hat tatsächlich eine Schutzweste an, das heißt, wir müssen ihn headshotten. Weil wir sonst gar keine Chance haben. Headshot, würde ich sagen. Ah, wir müssen die Helme oder sowas wegschießen, was? Ist der blind? Vorsichtig, Konzentration. Haben wir das Ziel entdeckt? Er ist hier drüben. Ja. Ganz schön schwer, den irgendwie zu headshotten. Aber, oder wie laufen wir jetzt einfach? Geht das auch? Nee, glaube ich nicht. Das geht sowieso nicht. Du bist zu dumm dafür. Schätzungsweise. Nee, der hat einen Helm an. Wir müssen... die haben den Helm weggeschossen, okay. Wir haben noch einen Schuss. Mann. Habe das Ziel entdeckt. Er hat keine Munition. Was? Ich hab keine Munition mehr? Ja gut. Run boy running. Run boy running. Ich muss mich heilen. Gleich sowas von ins Gras rein. Wie heilt man sich nochmal und wieso haben die alle Maschinengewehre und wir nicht? Komm mal. Oh, ich muss mich sowas von heilen, aber die Frage ist, wie. Warte mal, Tutorials. Versteckspiel neu. Überlebungsbewegung, Kampf oder Flucht, Leitern, Siegel, Messer, Geisel nehmen. Medikit. Dankeschön. R1, okay. Wir haben kein Medi... Wie soll ich das denn jetzt anstellen? Ja, Tess, wer... Freundlich?
wenn du mir helfen würdest. Oder gib mir irgendwas zum Heilen. Noch ein Schuss und ich bin weg. Und ich habe keine Munition mehr. Ich kann welche hören. Runter! Ich hätte das viel klüger machen sollen. Aber jetzt haben wir den Salat. Oh, er hat uns nicht bemerkt. Dumm Dödel. Habe ich Medikit jetzt gefunden? Das ist sehr gut, dass wir Medikit gefunden haben, damit ich mich wenigstens ein bisschen heilen kann. Das Problem ist jetzt, ich habe keine Munition mehr. Aber wie nachladen, Tutorials? Nachladen. Messer, Ziegel und Flaschenlight an Kampf oder Flucht, Bewegung, Überlebenstaktik, Versteckspiel, Überlebensstrategie. Ja gut. Wir haben keine Munition mehr und es sieht nicht so schnieke aus. Wir müssten gleich wieder Munition finden, denke ich mal. Ich wusste nicht, dass man die nicht erschießen muss. Egal, das merkt... das sind viel zu viele. Und boxen kann ich die nicht, weil die einfach mal Maschinengewehre haben und wir haben nur so eine Pistole. Es sind viel zu viele. Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Zu viele, Tess. Oh Mann. Da ist nichts drin. Mist. Ich darf nur nicht viel zu viel Zeit lassen. Wir haben wieder Backsteine, die wir im Notfall werfen können. Wenn er kommt, schleiche ich mich von hinten an und... Ja, gib ihm einen Backstein. Bam, Junge! Bam, bam, bam! Nimm das! Es hat wieder nicht so geklappt, wie ich wollte. Und wir müssen wieder vorsichtig sein. Ja, Backstein sammeln. Außenrum, ne? Okay. Es ist sehr riskant, hier lang zu laufen. Kommen die hinterher? Ja, sehr gut. Egal, wir müssten gleich eigentlich an denen vorbeigekommen sein. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier rüber. Hier durch, na los! So, hier ist alles safe. Dann können wir hinterm Auto herlaufen. Hier sind total viele Patrouillen. Das liegt daran, dass sie wahrscheinlich vorhin ein paar erledigt haben, was? Werden wir uns weiter verfolgen? Wir sollten zumindest nicht hier warten. Schätzungsweise nicht. Das war verdammt knapp, Tess. Hopp. Ich glaube, du bist es wert, Kleine. Hier durch, oder? Schätze schon. Ja, wir sehen eigentlich relativ safe wieder aus. Seid ihr da? Jo, perfekt. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Sie sagt. Wenigstens regnet es hier nicht. Ja. Hier müssten wir durchpassen. Ich suche erstmal nach Munition oder sowas in der Art. Das können wir wirklich gebrauchen, denn ich kämpfe gerade mit einem Backstein. Und das sollte wirklich nicht sein. Wir haben ja gesehen, was draus würde. Ja, hier scheint nichts zu sein. Mist aber auch. Mist, Mist. Oh, oh. Mehr Soldaten. Fuck. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Zu den Fahrzeugen. Okay. Bleibt im Dunkeln. Ich glaube, die sind sogar weggegangen. Beziehungsweise die wollen weg, weil die ja zu den Fahrzeugen wollen. Seid ihr da? Okay, gut. Wer atmet hier so creepy? Scheint niemand in der Nähe zu sein.
Ah, wieder nichts, was irgendwie munitionsartig aussieht. Doch, hier. Aber hier diese Zahnräder, das trifft sich gut. Ist es sicher? Nein, sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Habe ich getan. Ja, klar, Boss. Die Schranktüren kann man hier öffnen, das ist cool. Munition! Nice one! Wie wechseln wir die Waffen? Das ist auch wieder eine gute Frage, die wir uns stellen könnten. Hä? Ich habe echt gar keine Ahnung. Wenn ihr Ahnung habt, wie man sowas machen kann, schreibt es mir nochmal bitte in die Kommentare. Was ich auch machen will, ist irgendwie... Wir haben jetzt einige Zahnräder und damit müssten wir eigentlich was verbessern können. Teile 8 Stück. Wow, ich habe da gerade noch was hinbekommen. Ja, das sind die ganzen Berichte hier, die wir... momentan echt nicht brauchen und Messer brauchen wir auch momentan nicht. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter und gucken, ob wir hier vielleicht noch hier lang durch das Rohr Munition finden. Wir kommen hier durch. Bleib dich dran. Hier oben irgendwer? Scheint. Okay, das ging gut. Zurück zum Wald. Aufladen, los geht's, na los! Weiter. Ja, wir probieren's. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das... das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Ja, anscheinend ist dann Ellie ihr Blut an irgendein Impfstoff. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Jo, da würde ich sagen, das war's dann für die heutige Folge The Last of Us. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch ruhig einen Daumen nach oben da, wäre ganz lieb von euch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.